Vor allem am Anfang warst du sehr motiviert. Dann, es kommt immer die Phase, in der es mal nicht so läuft, in der man nicht motiviert ist, in der man Rückschläge hat und sowas. Immer diese Vorstellung, dass man abnimmt und dann geht kontinuierlich jeden Tag das Gewicht runter und dann bis zum Ende, das wird niemals passieren. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Christina, das ist Domi Hallo. und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Anfang des Jahres hat Domi eine Abnehm-Challenge gestartet und wie das Jahr verlaufen ist und wie es momentan aussieht, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß. Alles angefangen hat eigentlich im letzten Jahr, also besser gesagt Ende letzten Jahres im November. Für die, die es vielleicht mitverfolgt haben, da habe ich eine Hula-Hoop-Challenge gemacht. 30 Tage lang habe ich mit dem Smart Hoop trainiert, weil ich halt eben wissen wollte, ob ich damit abnehmen kann. Und das war auch ziemlich erfolgreich. Ich habe, ich glaube, knapp 4 Kilo verloren und auch an Umfang verloren. Und dann dachte ich, cool, ich wollte sowieso oder ich muss auch abnehmen, auch auf ärztlichen Rat hin, weil ich eben mein BMI ist nicht in Ordnung und ich werde als adipös eingestuft. Und das ist für viele, sage ich mal, Aspekte der Gesundheit oder meiner Gesundheit überhaupt gar nicht vorteilhaft. Mir geht es da auch nicht ums Aussehen, aber ich möchte halt gerne gesünder sein. Ich habe mir vorgenommen, 20 Kilo abzunehmen. Erstens auf Weizen zu verzichten, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass mir das hilft und dass ich dadurch abnehmen kann und mich auch gut damit fühle. Zweitens mit dem Smart Hoop weiter trainieren. Und der dritte Punkt ist, dass ich mit dem Intervallfasten angefangen habe. Also das heißt, ich habe immer erst ab 12 Uhr gegessen und dann bis 20 Uhr und danach halt nichts mehr, nur getrunken. Und tatsächlich muss ich sagen, das ist mir echt leicht gefallen, ne? Also ich habe gar nicht irgendwie großartig Probleme damit gehabt, zumal ich ja auch die Erfolge dann auch sehr schnell gesehen habe, muss man sagen, ne? Also die Kilos sind dann schon auch gepurzelt im ersten Monat und auch im zweiten Monat und auch im dritten Monat. Dann sind wir in Urlaub gefahren. Wir sind nach Texel gefahren, habt ihr vielleicht auch gesehen, und haben gesagt, okay, jetzt sind wir knapp 2 Wochen hier und wir verwöhnen uns jetzt mal richtig. Wir essen alles, was wir essen wollen, wir trinken alles, was wir trinken wollen und wir achten nicht drauf, ne? Einfach mal so richtig genießen. Ich habe dann auch nicht Hula Hoop im Urlaub gemacht, weil wir sind relativ, wenn wir im Urlaub sind, laufen wir immer ziemlich viel und und dann habe ich gedacht, meine Aktivität habe ich ja dann auch drin. Und tatsächlich, als wir aus dem Urlaub kamen, das war dann so Ende April, glaube ich, um den Dreh, hat es bei mir nachgelassen. Irgendwie ist da ein Bruch reingekommen, weil die 3 Monate, wo ich das durchgezogen habe, ich war so voller Motivation. Ich habe ja auch auf Instagram dann immer gepostet. Ich war total stolz. Ihr habt das gesehen. Ich habe auch echt richtig liebe Kommentare bekommen. Und nach dem Urlaub ging das irgendwie bergab. Da war ich irgendwie wieder raus aus dem Thema. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Sport war für mich wieder nur verbunden mit Schmerzen, mit negativen Gefühlen. Das hatte ich in den 3 Monaten ehrlich gesagt nicht. Ja, und so bin ich wieder in mein altes Muster zurückgefallen. Und ich habe es dann auch noch mal ein paar Mal versucht, irgendwie so Anläufe zu nehmen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe es vielleicht auch dann nicht mehr genug gewollt, weil ich glaube, wenn man was will, dann macht man das einfach und dann schafft man das auch. Und irgendwie bin ich aus dieser Motivation, aus diesem Willen komplett rausgeflogen. Und ich muss auch dazu sagen, dass mir auch noch so ein paar physische Themen dazwischen gekommen sind. Ich habe zum Beispiel eine Bauchnabelentzündung gehabt, hört sich jetzt irgendwie voll niedlich an, aber war es gar nicht. Das war schlimm. Also da hat sich ein Riss entwickelt und das kann auch zum Beispiel passiert sein, weil ich auch immer versucht habe, Sit-Ups zwischendurch zu machen. Und da habe ich halt die ganze Zeit gedacht, ja, ne, eigentlich würde ich jetzt gerne, aber du kannst dir dann keinen Reifen umschnallen, du kannst gar nichts machen. Ja, dann kam der sehr heiße Sommer, ich vertrage überhaupt keine Hitze. Alles, was so ab 20 Grad plus ist, da werde ich schon langsamer. Und dann tatsächlich kam für uns beide Corona im September und hat uns ziemlich rausgehauen. Danach habe ich zumindest auch wirklich Langzeitfolgen gehabt, die jetzt abgeklungen sind, zum größten Teil, Gott sei Dank. Wir waren dann 3 Wochen in Norwegen. Viele von euch haben unsere Vlogs dazu geschaut. Ja, dann kamen wir nach Hause und dann habe ich mir eine richtig dicke Grippe eingefangen. So, ne? Und jetzt sind wir Ende des Jahres und ich merke einfach, das soll sich jetzt gar nicht anhören wie Ausreden, aber diese Dinge passieren einem ja auch einfach im Jahr. Man wird vielleicht ein paar Mal krank, man verletzt sich
Und das habe ich einfach auch gelernt, dass man das einkalkulieren muss. Und all die Tage, wo ich einfach nur keine Lust hatte und zu bequem war und wo ich dachte, nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, da hätte ich lieber mal was machen sollen. Deswegen muss ich sagen, tatsächlich, meine Abnehm-Challenge für dieses Jahr ist gescheitert. Ich habe es nicht geschafft, 20 Kilo abzunehmen. Was ich geschafft habe, ist insgesamt abzunehmen 6 Kilo. Und das ist auch was, das weiß ich, aber das ist nicht das, was ich mir vorgenommen hatte. Also ich war sowieso von Anfang an sehr kritisch diesen 20 Kilo gegenüber. Ja. Das weißt du ja, das habe ich dir von Anfang an gesagt, dass ich das sehr viel finde auch. Ja. Vor allem am Anfang warst du sehr motiviert. Dann, es kommt immer die Phase, in der es mal nicht so läuft, in der man nicht motiviert ist, in der man Rückschläge hat und sowas. Immer diese Vorstellung, dass man abnimmt und dann geht kontinuierlich jeden Tag das Gewicht runter und dann bis zum Ende. Das wird niemals passieren, weil das ganz normal ist, der Körper hat nun mal diese Schwankungen und dann nimmst du mal wieder zu, nimmst du mal wieder ab. Und wenn du dir dann aber so ein Ziel gesetzt hast, wo du eigentlich fast gar nicht dran kommen kannst, ist das vielleicht auch gerade, ja, was dazu führt, dass dann die Motivation eben nicht bleibt, weil du dann diesen Gedanken hast, ich schaffe das ja eh nicht mehr. Ja, das war auch irgendwann so. Muss ja dieser Zeitpunkt gekommen sein, wo du gesagt hast, niemals im Leben schaffe ich diese 20 Kilo. Und dann kommt ganz schnell der Gedanke, ja, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Ja, und das ist ja eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Wenn du von Anfang an reingegangen wärst und hättest dir vielleicht sogar gar kein Ziel gesetzt, kein Zielgewicht, sondern hättest einfach nur gesagt, ich will dieses Jahr abnehmen, dann bist du auch nicht gescheitert. Was ich noch sagen wollte, den Rat, den ich euch geben möchte, ist tatsächlich, setzt eure Ziele nicht zu hoch. Das hat bei mir jetzt dieses Jahr auch nicht funktioniert. Und das Zweite ist, seid euch bewusst, dass immer was dazwischen kommen kann. Deswegen nutzt die Zeit, wo es möglich ist. Und das Dritte ist, wenn ihr Misserfolge habt, fühlt euch nicht schlecht dafür. Also wenn es nicht klappt oder mal eine Woche nicht klappt oder auch ein ganzes Jahr nicht klappt, ihr sagt 10 Kilo und das sind dann eben 5, dann ist das so. Aber fühlt euch nicht schlecht damit, weil es kommt das nächste Jahr und ihr könnt es wieder versuchen, genauso wie ich. Vielleicht sollten wir uns auch alle nicht so an Zahlen festhalten. Ja, das stimmt. Sondern vielmehr auch das Gefühl, wie es sich anfühlt, sich zu bewegen, sich gut zu ernähren. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und dann, was so eine Waage sagt, ist dann erstmal zweitrangig. Also man orientiert sich daran ein Stück weit, aber ganz ehrlich, wie ich mich in den 3,5 Monaten gefühlt habe, das kann ich nicht messen. Das war einfach, wie es war und es war gut und es war besser als sonst. Und da möchte ich gern wieder hinkommen. Und ob ich das jetzt mit einem Gewichtsverlust von 20 Kilo schaffe oder ob auch 5 reichen, das wird sich zeigen, daran mache ich das auch nicht fest. So, das war mein Fazit zur Abnehm-Challenge 2022. Nicht geklappt leider, nur teilweise. Je nachdem, wie man es betrachtet. Ja. Aber trotzdem einige Erkenntnisse, die ich jetzt hier oder wir mit euch geteilt haben. Vielleicht hilft euch das ein oder andere weiter. Und vielleicht schreibt ihr auch mal in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen dieses Jahr mit dem Thema gemacht habt und ob ihr nochmal einen neuen Anlauf starten wollt, so wie ich im nächsten Jahr. Ja. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.